Wo ist das Intro? Kommt jetzt. Nee, kommt noch nicht, war gelogen. Alter, hast du mich reingelegt? Bist du jetzt da? Ja. Fakten seriös präsentiert. Und auch heute seriös präsentiert wird euch der Podcast Nummer 392 Geil. Von Jonathan, Peter, Dennis und meiner Wenigkeit. Und sexuell. Es ist Donnerstag. Ja, also und Freitag für euch. Genau, Donnerstag für uns, Freitag für euch. Und am Mittwoch können wir nicht viel drüber reden, aber wir haben das diesjährige Friendly Fire Kalender-Fotoshooting abgeschlossen. Ja. Yeah. Und ich fand, es war sehr gut organisiert auf jeden Fall. Ja. Yeah. Das war rein, raus, zack, schwanger. Das war super. Ich glaube, wir sind doch einfach professioneller geworden, muss man sagen. So wie Krusty bei diesen Voice-Aufnahmen mit Lisa, wo der einfach nur reinkommt, bla 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 bla, und dann geht er wieder und ist fertig. Das war einfach super witzig, weil Bram und ich mussten sehr früh raus, weil wir hatten einen weiten Weg bis da, wo wir geshootet haben. Das war ungefähr in der Nähe von Paderborn. Also dann nochmal von 40 Minuten von Paderborn aus. Und von Berlin aus ist da ein Stück. Und wir mussten sehr früh los und dann sind wir endlich bei unserem Gleis angekommen vom Zug, wo es dann losgeht. Und dann haben wir festgestellt, dass wir in komplett unterschiedlichen Waggons sind. 10 Waggons entfernt. Wann ging euer Zug? Bitte? Wann ging euer Zug? 7:45 Ja, 7:51 hat Bram geschrieben. Genau meine Zeit. Also genau, 7:51 Nee, 7:46 ging, glaube ich, der Zug und ja. Okay. Ja, guck mal, da bist du leider ja nur eine halbe Stunde später gefahren als ich. Dann wäre ich theoretisch um halb acht, also theoretisch wäre ich dann um halb acht am Zug. Das heißt, 7 Uhr los. Also nee, das stimmt nicht. Viertel nach 7:10 Ja, wir mussten ja auch erstmal bis zum Zug hin, ne? Also das ist ja, du musst ja bei dir dann rechnen von der Tür aus. Ich muss ja auch noch bis zum Auto. Ja. Um 6 Uhr wäre ich aufgestanden. Nein, euer Anfahrt war schon die längere, definitiv. Ja, aber ich musste ja auch, ich war ja früher da als ihr. Ich war ja 2 Stunden früher als ihr da quasi fast. Ja, stimmt, da konntest du ja schon mal Sachen erledigen und wurdest von mir dann nice überholt. Ich war fertig geshootet. 2 Stunden früher, oder? Echt? Krass. Ja, klar. Ich war fertig geshootet und Sebastian auch und dann war einfach keiner da zu der Zeit. Ja, und dann bin ich gleichzeitig mit Arthur und Heider gekommen. Dann sind alle gleichzeitig gekommen, das ist richtig. Aber dann, das hat 20 Minuten gedauert, dann waren wir umgezogen und dann ja, genau. kam Andi, dann hat er sein Magic-Andi-Zeug gemacht, also Foto-Andi, ne? Nicht unser Andi. Und dann hat er seine Magic gemacht und dann war ich fertig mit Shooten, also das war schon echt gut. Ja, das stimmt. Aber war nice. War ein richtig, also ich habe schon ein paar Preview-Bilder gesehen von Andi und die sind schon ziemlich nice. Ja, die hat er mal ganz stolz gezeigt. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, dass wir mit allen Leuten da waren. Es hat keiner gefehlt. Wir waren wirklich mit allen. Niemand war krank oder konnte nicht oder so. Selbst Sepp hat ja seinen Urlaub sogar dafür unterbrochen. Ne? Ja. Also, ich hoffe, das ist bei Friendly Fire dann im Dezember auch so. Das wäre mal nice, wenn wir da auch mal wieder alle wären. Ne? Ist ja sonst immer irgendwie einer weg, weil er krank ist. Ja, war das letztes Jahr wieder so, dass jemand gefehlt hat? Ich glaube, Heider, oder? Heider war letztes Mal nicht da. Ja, und davor war es Davor war Funk, genau. Boah, ist das Team Pizmeet bisher noch ohne Fehlstunde? Bisher ja. Glaube schon, ja. Oh, nice one, Leute. Ich meine, kannst du natürlich nichts dran ändern. Krank ist krank, so, ne? Aber ist natürlich trotzdem cool, dass keiner von uns bisher eine Folge verpasst hat. Ja, die anderen sind vielleicht besser raus als wir. Weißt du so. Aber Erik, Pan und Mori haben auch jetzt noch keine Fehlstunde. Ne? Ja, nee, ist auch okay. Das war jetzt nicht, ich habe jetzt nur erstmal an uns gedacht. Wir sind halt trotzdem krass. Ja. Ich glaube, dieses Jahr hole ich mir aus der Community mal Ideen für ein Spenden-Goal. Und vergesst Haare abschneiden. Das könnt ihr euch jetzt schon abschminken. Außer an anderen Stellen. Oh, geil. Denk dran, wir streamen auf Twitch. Die Arschhaare. Ja. Arschhaare. Aber damit man kann natürlich so ein Handtuch davor halten und dann können wir so tun, aber da ist der Witz halt auch. Nasenhaare färben. Ja, ja. Nasenhaare färben. Da wird cool Nancy richtig Spaß dran haben, kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, aber werde ich nochmal. Also ich mach mal so, ich glaube auf
ich exe dann. Aber ich kann auch Sachen exen. Ja, das stimmt, das kann Peter. Das also kann wie ich kann man absolut bezeugen. Ein Liter Kuhurin exen also von Peter, das sehe ich. Das sehe ich, Peter. 1A Übergang. Also, wie kommt man auf die scheiß Ideen? Du sagst ja sogar schon tweeten. Oh Gott. So, ne? Zittern. Und was ist jetzt für Ex das Verb? Exittern. Exittern. Ich zitter jetzt. So, dat, warum? Also, ich verstehe nicht. Also, komplette Neuausrichtung. Jules hat uns auch schon mitbekommen. Twitter wurde ja kurzerhand Ex und scheinbar hat er gegen Copyrights verstoßen. Und die Plattform auf mehreren Ebenen noch weiter ins Chaos gestürzt. Unter anderem ist der Börsenkurs stark gefallen. Welch ein Wunder. Also, ja, ich glaube, den Börsenkurs kann ihm vollkommen egal sein, wenn es ihm noch gehört, oder? Ja, kommt drauf an, was er vorhat. Naja, auf dem Papier hat er dadurch ja seinen eigenen Reichtum geschmälert. Ja, und hat er nicht auch, wie heißt das, Investoren, denen er dann sagen muss, ey Leute, gerade nicht so gut. Und dann mögen die den nicht, oder? Aber der hat die Mehrheit, oder? Von Twitter? Also ja, das kann natürlich sein, dass die den dann nicht mögen, aber das ist ja jetzt quasi wie so ein Familienunternehmen. Das ist ja jetzt so seins. Ja. Der kann, der ist da ja sein eigener kleiner Napoleon und kann alles zerstören. Der ist sein eigener kleiner Napoleon. Ja. Ich verstehe es aber, kann einer von euch mir erklären, was potenziell der Hintergedanke da ist, so einen weit verbreiteten, weltbekannten Namen wie Twitter wegzuwerfen? Ich glaube, Twitter ist ja auch zum Absteigen. Twitter heißt auch noch Twitter, oder? Aber Facebook wird wurde doch auch im Meta umbenannt. Genau. Also, er will den Vogel komplett wegwerfen, er will den Namen tatsächlich ändern, also es soll halt auch X heißen und nicht mehr Twitter. Ja, du hast Twitter halt ist auch ein Scheißname. Nee, aber du hast halt so ein bisschen, finde ich, gerade in der jüngeren Zielgruppe wahrscheinlich auch, die denke, so Twitter ist tot oder Twitter ist für alte Leute oder whatever. Und wenn du halt dann, ey, guck mal, X, das ist was völlig anderes, Neues und ja, fresh Tolles und Fresh Experience. Ja, die Fresh New Experience ist das, glaube ich, auch. Also, der hat einfach mit Phil Spencer gesprochen und hat gesagt, nenn das mal X. Ja, yeah, with the power of X. Ja. Ja, ist die Xbox jetzt die Twitter-Box? Das wäre funny. Also x.com kommst du natürlich jetzt auch auf twitter.com. Aber es steht dann bei mir oben im Browser, dann aber weiter in twitter.com. Es steht nicht die ganze Zeit x.com. Ja, x.com gibt es doch bestimmt auch nicht, oder? Was meinst du, wie sich die Weiterleitung. Dann, echt? Ja. Ja, und meinst du, wie sich da XCOM freut, das Spiel? Ja, ja, aber ist denn, aber XCOM.com, ist das denn X? Ja, das ist die XCOM-Seite. Ja, ja, aber es heißt ja trotzdem XCOM, X.com, da geht es. Man würde vielleicht auch eine Pornoseite erwarten, irgendwas mit X da die ganze Zeit. XXX.com, ja, super. Ja, und was ist, wenn er jetzt eine Videoplattform aufmachen will, heißt ja ein Xvideos.com oder was? Man weiß es nicht. Elon Musks, Gedanken sind weit und mysteriös. Ja. Und komplex. Und komplex, oder da ist keine weit. Ahnung. Die sind wahrscheinlich aber, auch weit und breit. Aber apropos Twitter, ich habe gestern Nacht doch mal in Twitter reingeguckt und war dann sehr verwundert. Und da war in den Trends war Aliens. Habt ihr das mitbekommen? Ja. Alter, wir sind nicht der alleine. Whistleblower, wir sind gesagt, nicht alleine. Der eine, der gesagt hat, ey Leute, die USA, die haben übrigens Körper von nichtmenschlichen Wesen und abgestürzte UFOs. Das finde ich mega gut. Genau. Unter Eid hat er es, glaube ich, sogar behauptet. Weißt du, wie viel Strafe für hat Eid? Hat nicht Bill Gates damals unter Eid geschworen, I never had sex with Monica Lewinsky? Moment, das war nicht Bill Gates. Das war nicht Bill Gates. Ja, Bill Gates war auch dabei. Also, es ist scheißegal, was die Strafe ist, weil es wird niemals eine Aufklärung geben. Der kann behaupten, was er will, weil die CIA wird ja dann jetzt nicht nur, weil der das gesagt hat, irgendwie sämtlichen geheime Akte öffnen, um zu sagen, ja, der hat aber gelogen, sondern er kann einfach erzählen, was er will. Ja, es wird nie aufgeklärt. Denke ich mal. Der ist aber echt ein Hochgestellter in der USA, also mehr glaubwürdig als manch andere, sagt Rick. Ja, der war, glaube ich, ich hatte mal reingeguckt. Also das ist ja auch so, dass hier jetzt nicht nur irgendwie Bild davon berichtet, sondern halt wirklich auch alle anderen Newsseiten, also Spiegel zum ja, Beispiel, klar. Fokus, also, keine Ahnung, was das alles gibt. Also das ist schon, der war Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums und hat, glaube ich, UA
Wie heißt das? UAPs oder UADs? Undetected Air irgendwas. Oder an irgendwas. Unidentified? Genau, unidentified oder sowas. Air. Ach so, Objects oder sowas. Ich weiß nicht, was UAP, UAD heißt. Ja, auf jeden Fall. Da war ja halt eine Zeit lang der Grund ist deswegen, alle anderen auch darüber berichtet haben, weil das halt mal nicht ausgedacht ist. Und ne, also der hatte ja wirklich unter Eid das gesagt. Wie viel man darauf geben kann, keine Ahnung. Ich glaube aber auch tatsächlich, wie es auch im Chat geschrieben wurde, natürlich, da das Universum so groß ist, glaube ich auch nicht, dass wir da alleine sind, aber die Wahrscheinlichkeit, aufeinander zu treffen, die ist halt genauso gering. Also, ne? Und ich weiß nicht. Ich glaube da nichts von. Also. Ja, ich überleg mal, selbst wenn du ein Signal bekommen würdest von irgendjemandem, das ist dann irgendwie 50 oder 100 Lichtjahre nur entfernt, dann wären da trotzdem noch einfach mal so 2 bis 4 Generationen an Menschen. Ja, ja, deswegen, die Weiten sind auch zu groß. Und nur bis du eine Antwort gesendet hast. Hatten wir das zusammen geguckt oder hatte ich das alleine geguckt von dem Erklärbär-Kanal, warum wir Aliens nicht getroffen haben? Haben wir das zusammen gesehen von wie hieß der noch? Oversimplified? Kurz gesagt? Kurz gesagt. Ja, da haben wir es wahrscheinlich nicht zusammen gesehen, weil wir da nicht drauf reacten können. Ja. Also da gab es immer ganz coole Videos von und Erklärungen. Auch diese da war auch so eine Erklärung bei, dass es sein kann, dass die uns zu hoch für uns entwickelt sind und wir die besser nicht treffen, weil alles, was die dann machen, ist unseren Planeten schröpfen und uns quasi wie Ameisen behandeln, ein bisschen drauf treten und dann fliegen die weiter. Oder wir sind wie Hunde und können eigentlich, also wir können gar nicht mit denen kommunizieren. So, weißt du, so selbst wenn ein Hund dir irgendwas sagen will, so geht einfach nicht. Das wäre belastend. Da waren ganz spannende Sachen bei ihm. Ich glaube auch, also es könnte gut sein, dass wenn die so hoch entwickelt sind, uns gar nicht mal so geil finden würden. Und dann denken die sich, Alter, die machen ihren eigenen Planeten kaputt, die Idioten. Also entweder lassen wir die sich jetzt alle selber zerstören oder wir müssen sie aufhalten. Vielleicht kommen ja einfach in einem Jahr die Aliens runter und saugen das CO2 einfach weg. Ja, weil, genau, stimmt, weil die komplett mit CO2 betrieben werden. Die sind schon so weit, deren UFOs sind einfach mit, vielleicht sind wir auch einfach so, wir sind einfach, wie nennt man das Feld, was abgeerntet wird. Wir sorgen dafür, dass CO2 gemacht wird, dann kommt da dann der mit seinem UFO der Alien vorbei und tankt dann das CO2 uns weg. Könnte sein. So einfach wieder alleine. Ja, oder so die saugen passieren. Einfach Menschenfett weg. Boah, das kann natürlich auch sein, also Alter, wenn die Menschen einsaugen. Menschenfett und CO2, das wäre nice. Ja, also, das finde ich auch gut, Chief Jojo. Lass unsere Politik danach auslegen, dass die Aliens das CO2 irgendwann absaugen werden. Na, ist ja teilweise so. Also von daher, das ist die Rettung. Das ist eine gute Idee. Darauf sollte man eine Partei gründen. Also ich kann mir halt einfach auch nicht, also die wenn man wirklich das ernsthaft denkt, dass Aliens da sind, warum sollten die so dumm sein und in ihrer geilen Technologie einfach mal easy abstürzen? Bei uns? Warum? Vielleicht, weil die mit den Gegebenheiten nicht klargekommen sind, keine Ahnung. Ich meine, die erste. Ich meine, vielleicht ist das auch so ein normaler Typ gewesen. Also, vielleicht ist also so Weltraumreisen bei denen gar nicht so für die Schlausten, sondern das ist einfach so ein alltäglicher Shit, den jeder kann. Weißt du, dann hast du halt so einen Dulli dabei gehabt, der mit seinem Auto gegen Poller gefahren ist. Weißt du, die Falschfahrer der Aliens recht, oder was? Die Geisterfahrer. Ja. Yeah. Das ist alles, weiß ich nicht. Und dann, warum sollten die dann nicht längst schon irgendwie eigentlich theoretisch auf der Erde sein oder was auch immer, wenn die das hier so easy ja hinkommen fliegen können oder so? Boah, dann kann man das ein Quatsch. Taxifahrer, mehr als man denkt. Aber vielleicht war das nur einer und der ist verschollen und niemand findet den jetzt mehr. Und dadurch, dass halt so groß alles ist, können die den nicht mehr finden, weil es gibt kann ja nicht auch sagen, hier bin ich. Es gibt ja auch schon eine geheime Weltregierung, die jetzt quasi mit den Aliens auch schon über Frieden verhandelt und so, habe ich gelesen. Also. Aber stimmt, die klauen unsere Jobs, das finde ich gut. Mit der Einstellung sollten wir da rangehen. Raumschiff machen so, ich machen so, Unfall. Ja, genau. Ja, also, ich finde das aber, trotzdem generell interessant, ich finde das lustig. Ja. Das so zu verfolgen und mal gucken, was da noch so kommt. Also, weiß ich nicht. Das ist ja nicht irgendein verwirrter Typ eigentlich gewesen, ne? Also, das ist ja, weiß ich nicht. Und da sind ja auch noch zwei andere irgendwie, die so Flieger bei gewesen. So andere verwirrte Piloten. Ich find's auch sehr spannend. Ja, also. Verwirrte andere Piloten.
Ja, mal sehen, was dabei rumkommt. Vielleicht treffen wir mal irgendwann irgendwie. Ich glaube, der wollte einfach nur Sendezeit. Die hat er auf jeden Fall bekommen. Ja. Ja, aber wirklich mit alle welchem über. Hintergrund? Also mit welchem Ziel? Ja, 15 Minuten Ruhm. Das ist doch in Amerika. Oder so ein Enthüllungsbuch schreiben jetzt. Ja, genau. Irgendwie wird das dann monetarisiert. Oh, ja, das wäre natürlich jetzt smart. Ey, Leute, ich habe übrigens, also eine Woche später, ich habe übrigens ein Buch geschrieben. Ja, das ist auch schon fertig. Und auch schon im Handel. Boah, das wär jetzt aktuell so ein Bestseller. Boah, wäre das smart. Das wäre schon ein Banger. Meinst du wirklich, der hat das nötig, wo hat er gearbeitet? Wenn du bei irgendeiner Regierungsbehörde so richtig weit oben bist, meinst du, dann brauchst du wirklich Geld? Also brauchst du immer. Naja, wenn der sehr viel, ist immer besser, ne? Aber Blackjack und Nutten hatte. Irgendwo war ja auch der Punkt, wo du nicht unbedingt mehr brauchst. Also, wo dich das nicht glücklicher macht als vorher. Naja. Ja, aber mehr ist doch immer besser. Besser haben als brauchen. Ja, das stimmt. Gerade bei Geld, da gibt es ja irgendwie nicht so, ja, reicht jetzt. Also bei vielen zumindest. Sondern mehr ist immer besser. Zumindest meistens. Ja, jemand hat vorhin geschrieben in den Chat, bevor wir losgelegt haben, habt ihr von dem Baldur's Gate 3 Skandal mitbekommen? Ja, das würde mich auch interessieren. Mich würde das nämlich auch interessieren. Seit gestern bin ich ein bisschen hyped auf das Spiel. Ich bin da voll drauf hyped. Und ich habe danach gegoogelt und ich habe einfach nichts gefunden. Baldur's Gate 3 ist laut außenstehenden Entwicklern und Experten eine absolute Anomalie. Also auch ein Außerirdischer. Es gibt wohl Fanaufstände. Ich hab einen News-Beitrag vom Januar gefunden. Allerdings ist der... Da werden dem Dungeons & Dragons Publisher Geldgier und Unehrlichkeit vorgeworfen. Da geht's aber allgemein um den D&D Wizards of the Coast. Ja, das habe ich mitbekommen. Dingsbums und nicht um Larian. Genau, das ist schon länger. Ich glaube, da haben wir uns vor ewig vielen Podcasts auch mal kurz drüber unterhalten. Die Sexbären-Aktion, das war ja eher witzig, dass der Druide noch in Bärenform ist und dann... Mechtel. Aber das ist ja kein Skandal. Der Skandal, pass auf. Das ist Quatsch, hat die Antwort. Das okay, ich mein, ja, ist klar. Ich meine, lies es vor, finde ich lustig. Der Skandal besteht dann daraus, dass sich andere Entwickler beschweren. Jetzt ist dieser gesprungen, dass Baldur's Gate 3 zu gut ist und man von anderen sowas nicht erwarten kann. Ja, wow. Ey, Leute, das hat aber dann noch einer geschrieben. Goljev schreibt auch, nein, es ging um andere Entwickler, die zu hohe Erwartungen an ihre Spiele fürchten. Ja, sowas ähnliches habe ich gelesen, aber das ist doch kein Skandal. Ja, aber was ist das für ein Skandal, wenn du ein gutes Spiel machst? Was ist das für Quatsch? Echt, das ist der Skandal? Also das hatte ich in so einem Nebensatz gelesen und mir gedacht, Leute, was sind denn das jetzt für Ansprüche? Ja, Ubisoft und EA bibbern schon. Ja, ich meine, das ist natürlich dann schon echt schlimm. Also das ist ja etwas, was dann ja positiv für uns Spielerinnen und Spieler ist. Weil, okay, das klingt ja so, als würde dieses Spiel halt sehr gut werden. Ja gut, aber wenn dadurch dann jedes andere Spiel scheiße wird danach. Ach so, ja gut, ne? Das ist ja seit Gothic eh so. Also das wäre ja dann wie geplant, wie wär's das noch? Obsoleszenz. Also so nach dem Motto, du machst deine Sachen extra schlecht, damit du dann irgendwann wieder was Geiles Neues kaufen musst als Kunde. Als ob. Also, ich freue mich drauf. Das ist ja jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, kommt das nächste Woche raus. Ein Spiel, was schon sehr lange in der Entwicklung ist, beziehungsweise schon sehr lange im Early Access auch gespielt werden kann von allen, die Bock darauf haben. Hat von uns extra keiner wirklich gemacht. Christian, nur ganz kurz mal reingeguckt vor Jahren. Ich habe gesehen, vor 3 Jahren habe ich es 3 Stunden gespielt, da habe ich es auch gestreamt. Ich kann mich noch erinnern, dass es Bugs gab, die fand ich aber sehr witzig. Denn wenn Leute irgendwie gestorben sind, dann sind die so Ragdoll-mäßig einmal durch den ganzen Bildschirm geflogen. Und ich hoffe, dass sowas so ähnlich noch drin geblieben ist. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber ansonsten lief das damals schon ganz okay.
Wahrscheinlich nicht. Ja, du konntest auch in dieser Early Access Version ausschließlich Akt 1 immer, wenn ich das richtig verstanden habe, also bis zum Ende von Akt 1 spielen. Da soll es jetzt aber auch neuer oder geänderten Content geben für die Release-Fassung. Das heißt, es lohnt sich jetzt nicht nochmal die Early Access-Fassung anzufangen, sondern man sollte die eine Woche jetzt noch warten, weil da soll es dann bis zu 33% geänderten oder neuen Content geben und Oha. Dann hast du ja nur Akt 1. 33 mehr Sex sehen. Ja. Und der Release ist der 3. August. So, und es erwartet wird halt ein sehr massives Rollenspiel, Singleplayer-Rollenspiel. Das ist von den Leuten, die haben zuletzt, glaube ich, am bekanntesten Divinity Original Sin 2 gemacht. Auch ein echter Brocken, Rollenspiel-Brocken, der aber ziemlich cool war. Und das ist jetzt auch schon wieder viele Jahre her, dass der rausgekommen ist. Und das ist deren nächstes Projekt. Die haben sich sozusagen dieser Lizenz angenommen. Denn Baldur's Gate 1 und vor allen Dingen 2 mit dem Add-on zählt zu unter alten Videospielern, die so ungefähr unser Alter sind, als einer der besten Rollenspiele ever, ever, ever. Ja. Ich habe das nie gespielt. Ich auch nicht. Ja, das war, also du hast mal, ich weiß, angefangen hat man und musste so eine Burg erobern und da konntest du schon Geheimgänge finden und dann irgendwie schon so einen Flegel zusammensetzen und. Also allein der Anfang war schon immer richtig geil. Und Baldur's Gate 3, weiß ich nicht, ich würde das wahrscheinlich nur toppen. Ich habe immer ganz häufig gelesen, auf so Zahlen stürzen sich ja immer die Magazine, ne? 17.000 unterschiedliche Enden, wo jeder natürlich weiß, okay, es gibt irgendwie 28 Rassen. Und alleine da hast du ja schon 28, weil einmal bist du halt so ein Halbling und einmal ein Ork, ne? Also, aber ich glaube, das wird schon sehr umfangreich. Kann ich mir auch gut vorstellen. Es sollte aber, also ich hoffe, ich kann es auch genießen, wenn ich nicht 400 Stunden reinstecke, sondern es ist ja auch ein richtiges Rollenspiel, so was Divinity Original 2 schon gemacht hat, ist, du hattest wirklich die Möglichkeiten, dir so fast so ein bisschen deine eigene Geschichte zu schreiben, beziehungsweise wirklich sehr zu roleplayen. Also wenn du einen gespielt hast, der halt ein Arschloch ist und schnell zur Gewalt greift, konntest du das Spiel genauso gut durchspielen wie einer, der eigentlich in Kämpfen echt schwierig ist, aber dafür besonders gerne Leute bezirzt. Und dass du da auf jede Aktion des Spielers irgendeine Antwort hast, ist, glaube ich, etwas, was ziemlich nice ist. Und gleichzeitig, etwas, worauf ich mich freue, ist die Figuren, die geschrieben sind. Also du wirst im Laufe deines Abenteuers ja meistens mit einer Party rumlaufen, ganz klassisch. Also nicht als Einzelkämpfer, kannst du auch, aber wenn du willst, dann mit einer Party von mehreren Leuten. Und wenn die Leute gut geschrieben sind und wenn man mit denen so romancen kann und Freundschaften aufbauen kann, dann wäre das sehr nice. So, das ganze Mass Effect-Ding basiert ja auch quasi auf Baldur's Gate 2. Hat ja beides damals BioWare gemacht. Ja, Minsk und Bo, einzeitbereit. Ja, das sind auch lustige. Also da gibt es ja wirklich legendäre Figuren aus Baldur's Gate 2, die sehr lustig sind. Der große Schlechter, der da immer mit seiner kleinen Maus redet und so. Der war so ein, nicht Druide, aber sowas ähnliches. Irgend so ein Naturtyp. Ja, da gibt's legendäre Charaktere, also. Das ich war mal sehr, sehr schön. Sehr gespannt auf das Spiel. Also das hat das immer so ausgemacht. Zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, damals auch Jagged Alliance 2, 3 ist jetzt draußen, da bin ich ja recht angetan von. Und auch da haben ja auch die Charaktere untereinander agiert. Und das war mal ganz cool, also. Ich hätte nur eine Frage an den Chat, weil ich kann es gerade echt, ich bin da zu doof, so das zu ergoogeln. Haben die was an dem Gesinnungssystem geändert? Also das sollte man vielleicht noch dazu sagen, das ganze Spiel basiert im Gegenteil, also nicht wie Divinity Original Sin 2, basiert das auf einem anderen Rollenspielsystem, nämlich auf dem Dungeons & Dragons System, eines der ältesten Rollenspielsysteme überhaupt. Und dafür gibt es natürlich viele Regelbücher und so weiter und so fort. Ist ja eigentlich ursprünglich Pen and Paper. Und eigentlich haben die klassischerweise ein Gesinnungssystem. So, du hast neutrale Charaktere, du hast rechtschaffend gut, rechtschaffend böse und da gibt es ja irgendwie 9 und wie viel gibt's? Ja, das weiß ich nicht, aber es gibt von rechtschaffend gut bis chaotisch böse. Dann hast du aber auch noch rechtschaffend neutral und chaotisch neutral oder so und das ist schon ziemlich viel. Das gesamte System, lohnt es sich in die Reihe komplett neu einzusteigen? Mr. Dark Mysterium, ja. Weiß also ich nicht.
Ja, aber du musst doch Baldur's Gate 2 auf gar keinen Fall gespielt haben. Achso, ich hatte das so verstanden, dass er jetzt erstmal 1 und 2 spielen will, bevor er 3 spielt, Reihe neu einsteigen sozusagen. Das würde ich nicht, weil du wirst da auf jeden Fall alleine schon in Teil 1 Komfortfunktionen missen, die es wahrscheinlich jetzt geben wird. Das würde ich lassen. Also es sei denn, du hast da wirklich Bock drauf und willst dir das geben. Ich glaube, viel miteinander zu tun haben die aber, glaube ich, nicht. Also 1 und 2 ja, so ein bisschen, aber oder? Weiß ich nicht mehr. Aber also 3 kannst du einfach rein. Achso, Entschuldigung. Ich wurde ja auch gerade verbessert, weil Sox hat gerade geschrieben, das ist kein Singleplayer-Game per se, weil wie Divinity Original Sin 2 kann man es auch im Koop spielen. Das heißt, man kann es entweder alleine spielen, zu zweit, zu dritt oder zu viert. Und man kann auch theoretisch einfach, also sowas bei Divinity Original Sin 2 kannst du halt mit deiner Figur reindroppen bei jemandem anderen, ein bisschen mit dem mitzocken und dann wieder aus, aber ich fand das bei Divinity Original Sin 2 irgendwie nicht so geil gemacht, wenn da alle irgendwie die Story erleben wollen und so. Wie soll das denn gehen? Vor allem, weißt du, wenn ich da einen hab, der die ganze Zeit auf gut ist und der andere, der einfach alles daneben umbringen will oder sowas, das funktioniert ja, das ist wie halt so eine Pen and Paper Gruppe ausmacht. Ne? Ja, genau. Also das passiert tatsächlich. Also ich würde, also das kann, ne, spiel das wie ihr wollt. Aber ich kann nur sagen, auch ein paar Gegensätze vielleicht mal mit in die Gruppe aufzunehmen. Das kann sehr witzig werden. Kann ich empfehlen. Ich habe damals Origins in 2 lieber alleine gespielt und dann halt die NPC-Figuren sozusagen als Begleiter gehabt und deren Geschichte erlebt, als mit anderen Menschen zusammen. Ja. Also würde ich das auf jeden Fall auch sehen. Vor allem ist ja dann auch, das finde ich, das Problem so, du musst dann ja eigentlich, um auch die Sachen zusammen zu erleben, immer zusammen spielen in einem Spiel, was wahrscheinlich 150 Stunden dauert. Und das finde ich dann schwierig. Aber hey. Geht natürlich auch beides, wenn man da Bock drauf hat. Dafür war mir jetzt Original Sin 2 zu lang, um das dann einfach nochmal ein zweites Mal durchzuspielen oder so. Teil 3 spielt 100 Jahre nach 1 und 2. Ja, ja. Zarevok hieß der damals. Oh mein Gott, wieso weiß ich sowas noch? Was hieß Zarevok? Das war, glaube ich, der Feind. Also ja, der Bösewicht. Antagonist, ja. Auch vom Add-on dann? Hat das Add-on damals eigentlich quasi so eine Extra-Story erzählt oder ist das so eingebunden gewesen? Okay. Ja, das ist, glaube ich, der nächste sehr große Release dieses Jahr. Ja. Da gibt's, was ist danach? Starfield, ja. Es ist halt immer die Frage, es kommt ja auch, also ein großer Release ist natürlich auch so ein hier Football Cup, wie das auch immer heißt, 24. Wann kommt das eigentlich? Keine Ahnung. September immer. Also das ist ja viel verkauft. Also klein ist der Release ja nicht. Wann kommt Cyberpunk der Football Manager 2024 raus? Das ist noch ein wichtiges Datum. Und der Formel-1-Manager kommt doch jetzt auch die Tage raus. City Skylines 2, da habe ich auch tatsächlich... Heute fällt das Embargo. Für Formel-1-Manager? Ja. Das heißt, es kann sein, dass wir heute Reviews kriegen. Ob Reviews kommen. Ja. Ich meine, die Reviews zu dem Racing-Game waren ja auch sehr gut und das haben wir irgendwie trotzdem nicht gezockt, weil irgendwie ist das gerade... Weiß ich nicht, irgendwie nicht so unser Ding. Vom F1-Manager kommen die Reviews, okay. Ja. Nee, also da habe ich auch aktuell, weißt du, so, das ist immer so heiß im Sommer und dann fährst du eine Stunde F1 und dann schwitzt du wie ein Schwein und... Ja, stimmt. Nee, da bin ich auch ganz raus aus... Also kommt immer mal wieder die Frage, so, hey, wann guckst du mal in F1 23 rein? So, ja, nee, werde ich wahrscheinlich gar nicht gucken. Außer wir spielen dann irgendwann nochmal so Wreckfest-mäßig. Einzig gut ist, dass das keiner von uns macht und sollten wir uns wirklich irgendwann mal überlegen, also, ne, das, zu sagen, okay, wir nehmen das mal wieder auf. Dann sind wir alle gleich kacke. Ja, das ist gerade der große Leveling-Vorgang. Wir werden wieder auf eine Ebene gestellt durch Nichtstun. So wie 2015 spielen wir dann. Und dann starten wir wieder mit Controller. Ja, gucken wir mal. Viel entspannter. Ja. Also manche Sachen finde ich immer... Jetzt habe ich doch gesehen, Asmongold hat gesagt, er spielt kein Diablo mehr. Oh. Aber warum nicht? Ja, da gibt es richtig viel Kritik, war an der Season. Weil die Season halt nicht so spaßig ist, wie das Leute erhofft haben. Ah ja, okay, das halt hattet Frage, ihr ja so letztes Mal so ein bisschen. Also es ist so eingetreten, wie ihr
nicht gehofft habe, sagen wir mal so. Ja, du hast halt diese komischen Herzen, die du irgendwo reinsockeln kannst, und das is it. Also, du hast halt keinen. Also ich finde gerade, wenn du jetzt, wir haben ja jetzt, oder ich habe jetzt einen neuen Charakter angefangen. Das heißt, ich habe die Story gar nicht gespielt. Und somit fängst du dann mit Level 1 an, so diese Tree of Whisper Truhen zu sammeln und Dungeons zu machen und so. Dann machst du bis Level 100. So, gibt nichts anderes. So, oder ja, du kannst noch irgendwie diese Event-Sachen in der Welt machen, aber das ist dann auch. Also, da fehlt einfach was. Ja. Und der Battle Pass, ja, da ist eine Axt drin, also ein Skin für eine Axt, wo du dir denkst, das Ding ist so klein am Bildschirm, das siehst du niemals. Wie ist denn da euer Stand? So, ja. Ich bin jetzt Level 63 oder sowas. 64, irgendwie so. Okay, aber dann halt schon in die Season auch wieder ordentlich Zeit investiert. Ja, weil es ist ein neuer Charakter, macht halt schon, also mir macht das Spiel halt trotzdem noch Spaß, aber ich habe halt einfach auch, irgendwann wird bei mir auch die Motivation zu Ende sein, anstatt halt irgendwie noch weiter bis 100 zu spielen oder so, weil das Endgame halt einfach leider nicht so geil ist und ich nicht auf irgendwas Vernünftiges hinarbeiten kann. Und ich finde es auch super scheiße, dass es halt immer diese gelben Items gibt, die ich dann immer nachgucken muss und so weiter, bis ich halt die guten Stats kriege oder sowas, ich weiß es nicht, dass halt irgendwie noch ein bisschen besser gehighlightet wird oder sowas, was ich an Items gerne hätte oder sowas. Weiß ich nicht. Ob man da irgendwie was machen kann, dass das schneller geht. Es gibt so einige Sachen, die mir einfach auf den Sack gehen an dem Spiel. Also ich sitze doch ganz gerne und gucke da nebenbei irgendwelche Serien oder Filme. Okay, also du hast auch so dann deinen Char angefangen. Genau. Und wie weit und bist du da jetzt? Ich spiele das dann ein bisschen und ach, keine, Level 47 oder so. Okay. Ich habe halt nicht am Anfang des Spiels alles ausgetestet, so, dann wüsste ich jetzt, glaube ich, auch nicht. Wenn ich jetzt 2, 3, 4 Charaktere auf, keine Ahnung, Level 40, 50 oder so hätte mindestens, dann hätte ich jetzt auch gesagt, so, puh. Ja, weil es dafür zu wenig Neues gibt, sozusagen. Also Battle Pass, Alter, das brauchst du einfach nicht, das Ding. Wofür? Also dafür, dass du da irgendwie so ein paar Coins kriegst, wovon du dir im Shop nichts kaufen kannst, oder irgendwelche Skins bekommst, wo eh keine Sau drauf achtet. Ich bin sehr gespannt, ob Blizzard schon so viel verbrannte Erde hinterlassen hat, dass das schon gar nicht mehr so gut klicken wird, die nächsten Seasons, sage ich jetzt mal. Auch wenn das halt vielleicht sich in die richtige Richtung entwickelt. Meinst du? Ja, also Diablo war das bestverkaufteste oder schnellstverkaufteste Spiel von Blizzard. Mal sehen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die jetzt den Stecker ziehen und sagen, boah, lass mal nicht machen. Moment, das habe ich nicht gemeint. Ich habe gemeint, dass egal was in Season 2 kommt, das interessiert die Leute nicht mehr. Das glaube ich halt auch nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass der Ursprungshype vielleicht ein bisschen geringer ist, wobei der jetzt ja schon super negativ war. Durch den Patch, der ja ein paar Tage vorher war, sind ja alle schon mit einer sehr negativen Attitüde überhaupt an die erste Season rangegangen, hatte ich das Gefühl zumindest. Ja, wegen dem Patch alleine schon und den Nerds. Weil die Zuschauer ja nicht blöd sind und halt wissen, was für eine Scheiße auf sie zukommt, wenn sie da die Patchnotes lesen. Ja. Aus deren Sicht. Habt ihr Motivation, wenn nächste Season ein neuer Char eingeführt wird? Ach, das glaube ich zwar nicht, aber hätte ich schon, ja klar. Niemals wird der jetzt schon kommen. Ich habe noch nicht alle Chars gespielt und wenn, kommt der wahrscheinlich durch ein Add-on. Ich wollte gerade sagen, lassen die sich doch bezahlen, sowas kommt doch nicht in Updates, oder? Ja, wenn wäre es ja, aber ja, wenn du sagst, ist Battle doch ein Pass. Gönner, Peter. Ja, aber du kannst ja auch sagen, gib einen Battle Pass, den kaufst du dir für 12 Euro und, oder whatever, 20 Euro und da ist dann der neue Char drin. Wieder. Ja, wenn du Level 100 bist, dann kriegst du den. Sowas haben die aber bei Diablo 3 nicht gemacht, oder? Nee. Da gab es DLC Totenbeschwörer und Crusader Reaper of Souls. Also DLC geht auch. Ah ja, okay. Stimmt, der Totenbeschwörer war ein DLC. Yep. Deswegen, also klar hätte ich da Bock drauf. Es wäre natürlich alles viel geiler gewesen, wenn das Spiel schon von vornherein geiler geklickt hätte bei einem. Also geklickt nicht im Sinne von Aufrufzahlen, sondern geklickt im Sinne von Spaß und Langzeitmotivation und so weiter. Und wenn die Seasons natürlich dann halt auch das Spiel in die richtige Richtung entwickeln würden. Das ist wie McLaren zu Beginn der Saison in die falsche Richtung entwickelt. Ja, aber jetzt haben sie die Kurve gekriegt. Ja, haben sie ja noch nicht. McLaren? Ach so, ja, McLaren, ja, bei Blizzard meine ich. Ja, ach so, Blizzard, ja, okay. Blizzard entwickelt in die falsche Richtung das Spiel. Ja, Blizzard entwickelt halt in die falsche Inhaltsrichtung. Also sehr viel Optik und all solche Geschichten anstatt in Gameplay-Elemente. Also selbst wenn jetzt irgendwie in 2 Seasons der neue Charakter angekündigt wird, yo, dann wird ihn jeder austesten.
und dann spätestens bei Level 60, 70, 80 merken, oh, ich mache immer noch das Gleiche wie mit Level 1 und mit all meinen Charakteren vorher. Was in allen anderen Diablos natürlich auch war. Also in Diablo 2 bist du ja auch irgendwie die Akte rauf und runter gerannt. Aber irgendwie war das belohnender oder so. Ja, und das war auch 1994. Da hat es auch noch nicht so viele unfassbar geile Endgame-Spiele gehabt, die über die Jahre hinweggekommen sind. Ja, nicht 94, aber ne? 1998 oder wann kam? Oder 2000? 2001 kam. Ja, dann halt 2001. So, das ist eine ganz andere Online-Gaming-Zeit gewesen. Ja, ihr wisst schon, dass ein Hotfix ansteht. Ja, also das Thema, da muss ich aber auch sagen, dieses ganze Thema von wegen Nerfs und die Charaktere, das fand ich gar nicht so schlimm, weil das hat mich nicht betroffen. Und deswegen hat mir das den Spielspaß gar nicht weggenommen. Ein Hotfix, also ich glaube, sie wären besser gefahren, wenn sie gesagt hätten, okay, wir haben auf euch gehört, es tut uns super leid, wir verschieben die Season um einen Monat und machen den Hotfix dann. Also was? Dass du quasi die Season dann in einem Hype auch startet und nicht in so einer Scheiße, wie es jetzt ist, weil was bringt mir der Hotfix? In 2 Wochen habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Ja, aber was genau bringt denn dann Version 1.1.1? Also viel höhere Monsterdichte zum Beispiel? Oder ja, irgendwelche Klassenanpassungen an irgendwelchen Fähigkeiten. So, das. Ja, nice. Ja, also. Vielleicht dachten die sich ja auch, dass es zwar Kritik in der Community gibt, aber sobald die das einmal spielen, die merken, wie viel Spaß das eigentlich macht. Ach, darüber reden die morgen. Okay. Ja, also ich hatte auch gesehen, dass Barbar und Zauberer wieder quasi verbessert werden. Aber das macht halt trotzdem generell nicht den Spaß mehr. So, ich will mehr Monsterdichte haben oder sowas. Und ich will halt nicht einfach diese. Du stirbst halt einfach irgendwann random, weil plötzlich so viel Schaden reinkommt, du gar keinen Plan hast, warum oder sowas. So, das ist komisch. Verbeast World hat gesagt, klingt alles sehr kritisch in der D4-Front, da bleibe ich lieber bei Guild Wars 2, da kommt in 4 Wochen neues Addon raus. Als ob da immer noch Addons für rauskommen. Holy shit. Da muss man aber auch Durchhaltevermögen haben. Das finde ich halt krass. Leute, die so lange so ein Spiel spielen können, dafür bin ich viel zu sehr ADHS geschädigt, Alter. Also habe ich natürlich nicht. Das ist jetzt eine Verunglimpfung von Leuten, die wirklich diese Krankheit haben. Aber ich kann nicht so lange so ein Spiel spielen. Ja gut, wenn jetzt ein neues WoW-Addon rauskommt, guckt man auch wieder rein, ne? Also. Ja, aber du spielst da. Okay, fair enough. Du spielst das aber auch nur einmal kurz bis Max Level und dann wartet wieder. Ja, kann ja auch sein. Reicht den Leuten ja. Addon gekauft, Katsching, fertig. Server entlastet. Ich meine, wenn du halt bis Max Level spielst, dann hast du ja vielleicht auch das bekommen, was du vom Addon haben wolltest. Ja, genau. Aber es gibt ja wirklich Leute, die haben halt so ihr Main Game und das spielen die halt jeden Tag und das über Jahre. Das finde ich krass. Ja, Path of Exile, da haben wir mit Funk auch tatsächlich ein bisschen drüber geschnackt. Also in den zweiten Teil mal reingucken, werde ich bestimmt machen, aber ich weiß jetzt schon, dass mich diese 10 Milliarden unterschiedlichen Systeme völlig überfordern werden. Und du musst halt so viel lesen, Videos gucken und. Also du kannst nicht einfach sagen, okay, ich guck mal in so einen Guide rein und dann lübt der Hase schon. Sondern du musst dich da wirklich einlesen und weiß ich nicht, ob ich da dann die Zeit und Muße für habe. Na, wenn das Spiel dann mehr Spaß macht als Diablo 4, dann kann ich das nachvollziehen. Aber dafür ist die Hürde halt weit, ne? Ja. Und das ist halt dann das Problem. Ja. Kannst du besser das spielen? Wann war das? Path of Exile 2? Kommt jetzt auch bald raus. Ja, genau, das ist nicht mehr so lange. Alter, dieses Jahr ist so krank, ne? Das ist so krank. Die Skylines kommt auch noch raus. Das wird auch noch geil. Alles, was bei Corona war, ist jetzt so nachgeschoben worden. Ja, ohne Witz. Und wir sind ja noch lange nicht am Ende des Jahres angekommen. Jedes Jahr ist Minecraft 1.20. Early Access 20. September. Ah, da ist Early Access Release von Path of Exile. Ah, okay, na gut. Das ist ja dann auch wieder... Oder? Habe ich mich jetzt vertan? Ah ja. Dauert noch ein bisschen. Tarkov Vibe, ja. Ja, ist auch Ende August oder so soll der sein, ne? Weiß ich nicht. Kann sein. Der hätte ja eigentlich schon im Juni oder Juli stattfinden müssen. Die haben ganz schön lange gebraucht diesmal. Ja, die haben eine Roadmap gemacht, wo die auch gesagt haben, dass dieses Jahr dann irgendwie nochmal einen Vibe gibt. Und, Wait, ein nur? Das heißt.
Dezember keinen? Ja doch, den halt. Ja, und also den jetzt im August, also zwei. Es wird noch einen geben. Ach so, okay, zusätzlich. Tarkov hat mich auch erstmal online jetzt verloren. Das ist, keine Ahnung, vor dem letzten, also bevor wir das letzte Mal richtig viel gespielt haben, habe ich aufgehört wegen Cheatern und Desings. Und dieses Mal habe ich aufgehört wegen Cheatern. Aber keine Desings mehr, immerhin. Aber müssen sie ja nur noch eine Sache hinkriegen. Ja, aber da keine Cheater mehr. Ja, da glaube ich nicht dran. Aber wir sind Hater. Ja, ist halt leider so. Ist halt echt schwierig. Wobei ich habe das, als wir das letztes Mal gespielt haben, hatte ich gar nicht so viel das Feeling von Cheatern, aber dann gab es ja diesen Skandal, wo auch dieses Video rauskam, was quasi bewiesen hat, wie viele Cheater da eigentlich rumlaufen. Krass. Wegen. Wo wir, wie war das irgendwie, in jeder zweiten Lobby ist einer drin oder sowas? Also da spiele ich wieder lieber aktuell sowas wie, auch wenn ich gesagt habe, dass Tarkov eigentlich so der beste Shooter ist oder der kompletteste Shooter ist, da spiele ich lieber sowas wieder wie Fortnite oder wenn CS2 rauskommt oder jetzt CSGO mal eine Runde oder sowas. Das macht mir dann persönlich mehr Spaß. Ja, verstehe ich. Oder Battlefield 2042. Ja, wenn man Battlefields gerne spielt, kann ich mir vielleicht auch vorstellen. Boah, EA stellt jetzt einen Twitter-Account ein, wa? Also ein Ex-Account. Also, das heißt, die haben wieder irgendwen wegrationalisiert wahrscheinlich, oder? Ich glaube auch, also der EA-Germany-Account, der hört jetzt irgendwie zum so und so vielten August hört er auf. Ja. Ja. Das folge ich dem überhaupt? Das ist schade. Also ich kann es verstehen, dass wahrscheinlich dein Ex... Dass wahrscheinlich deren Reichweite einfach dann wichtiger ist für TikTok oder Insta, irgendwelche Reels zu machen von den Spielen. Als halt irgendeinen Quatsch auf Twitter zu posten darüber. Also, ja gut, was immer die retweeten. Die Eigentweets von denen haben halt 2 Likes teilweise. Geil. 2000 Aufrufe. Da ist halt die Frage, ob du dann wirklich, also nicht unbedingt jemanden rausschmeißen willst dafür, aber ob du nicht einfach sagst, yo, du kannst mir dem Tag andere Sachen anfangen. Für mich war das immer eher so ein Kundensupport-Ding. Also du hast zwar selber nicht viel Reichweite auf die Tweets, aber du antwortest auf die Direct Messages von Leuten, die Hilfe brauchen. Kann man mal gucken, machen die das? Keine Ahnung. Weißt du, wenn ich dann aber diesen Vodafone-Shit kriege oder so, wenn ich mal Vodafone-Downs habe oder so, dann sagen die so, ja, melde dich mit einer DM. Liebe Grüße, Anke oder was auch immer. Weißt du, so, wäre ich direkt wieder aggressiv, weil ich weiß, dass dann am Ende eh nichts passiert. Anke? Ja, dann sage ich, fick dich Vodafone oder was auch immer. So, weißt du, das macht mich nur aggressiv, wenn ich dann sowas sehe. Oder wie die dann einfach auch immer, keine Ahnung, du hast auch super häufig, wenn ich da Vodafone-Probleme habe, kommt dann Telekom hilft angekrochen und will dann da absnacken. Boah, smart gemacht, muss man sagen. Ja, mega ist das. Das ist egal, welcher Laden das ist immer dasselbe. Und am Ende hast du immer irgendwelche Leute, die am Ende keine Ahnung haben, weil sie nicht gut genug dafür ausgebildet sind, weil sie wahrscheinlich diese Jobrotation alle 4 Monate da haben oder sowas im Callcenter. Ja, oder weil Leute da keinen Bock drauf haben. Genau, oder weil einfach nicht gut bezahlt wird. Nee, weil auch einfach beschissen bezahlt wird, mit Sicherheit. Also, Kundenservice ist Schmutz bei sowas. Und was lernen wir daraus? Dass du einfach Glück haben musst, dass dein Internet nicht down ist. Ja, oder dass die Eichhörnchen nicht deine Kabel durchbeißen, damit deine DSD die Glasfaserkabel ausgeht. Dass der Kundensupport einfach besser werden muss. Also so generell. Also diese... Kommt halt einfach so, oder hat man sich daran gewöhnt? Diese Maschinisierung, da kriege ich jedes Mal Kotzerei dran. Also, ich glaube, das habe ich schon mal, wo ich bei der Bank angerufen habe und dann ging das nicht. Und erstmal musst du 5-mal irgendwelche Sachen eingeben und dann hat er dich nicht verstanden. Und wenn du da versuchst, zu einem Menschen durchzukommen, ja, nee, sind alle gerade im Gespräch, sie können gerne zurückgerufen werden, jo, ruf mich zurück. 3 Stunden später wirst du zurückgerufen, dann geht wieder dieses Bandding dran und du sagst dann, jo, Anruf annehmen, habe ich nicht verstanden. Sie möchten also den Anruf aktuell nicht annehmen, dann rufen Sie später nochmal an. Boom. Oh mein Gott. Ja, ich bin ausgerastet. Gott. Das klingt also, so unendlich frustrierend einfach nur. Kenne ich. Also, da denkst du dir, wo ist das so schwierig, jetzt einfach zu sagen, yo, verbind mich mit irgendwem. Ja, was du da gerade erzählst, erinnert mich an Rabe in Gefahr, als er bei Mackis war und der dann diese automatische Burgerannahme gemacht hat. Und auf der anderen Seite die Leute einfach nur sitzen. Wollen Sie einen Big Mac? Ja, ein Big Mac.
Kein. Oh. Ja, genau so ist das. Also, oh Mann, ey. Ich meine, das wird ja schon alleine reichen, wenn du sagst, okay, mein Internet oder was auch immer ist ausgefallen. So, ja, okay, ich check das kurz nach. Ja, nee, haben sie, also dann kommt dann immer sowas, haben sie denn ihren Router schon mal neu gestartet? Solche Fragen kommen dann immer, anstatt halt zu sagen, ja, okay, wir haben hier ein Problem in dem weiß ich nicht wo. Wir bearbeiten das, vielleicht, in der Regel schaffen wir das in einem Tag. So, und wenn das nicht in einem Tag fertig ist, rufen sie nochmal an. Da würde ich ja schon wissen, dass es irgendwo ein Problem gibt, aber das wissen die halt nie. Oder sie sagen es nie. Ja, aber das allein Problem, das wird mich schon. Ich glaube, bei helfen. Der Größe der Telekom, was meinst du, wie viele Leute da anrufen und du sagst, jo, haben sie mal einen Router neu gestartet und irgendwann kommt so, Mensch, das hat geklappt. Ja, also, dann sag ich denen, ja, habe ich schon. Ja, okay. Ja, okay. Dann starten sie doch nochmal neu. So, sowas kommt dann. Ja, immer. Gut, dann dann denke ich mir auch so, nee, komm. Also, ja. Also ich verstehe, dass da wirklich auch ziemliche Idioten da anrufen, die gar keine Ahnung davon haben. Das verstehe ich ja auch, weil, ne, das gibt es ja auch immer. Aber, ja, manchmal ich hast dann du auch das sagen, Gefühl, du hast da mehr Ahnung. Ich bin kein System- oder Netzwerk-Admin, aber ich habe so die grundlegenden Schritte habe ich schon mal ausgeführt. Ja, man müsste, genau hier wie Freaky schreibt, müsste eine fortgeschrittene oder eine Anfänger-Telefonleitung geben. Jo. Irgendwie sowas so, du musst vorher so eine Wer-Wird-Millionär-Frage beantworten. Und wenn du die richtig gemacht hast oder so, dann kommst du da in die gute Leitung rein. Ja, das wäre so geil. Ohne Scheiß. Das wäre richtig cool. So ein Quiz für die Dullis, damit du die unterscheiden ja, kannst. Damit du richtig, einfach so eine vernünftige Frage. Ja. I like it. Was wäre denn dann die vernünftige Frage bei einem Internetproblem? Die darf ja, aber auch nicht zu schwer sein. Das ist die Frage, wenn das mit einer Frage abdecken willst. Nutzen Sie nur WLAN oder Kabelinternet? Da kannst du schon mit Ja und Nein eine vernünftige, oder welches Internet benutzen Sie? Kabel oder WLAN? Da kannst du schon die Leute unterscheiden mit. Allein das reicht schon, wenn es das Kabel. Weil wenn nämlich nur WLAN benutzt, ne, ja, da ist richtig, nämlich voll direkt. Da weißt du schon direkt, wer da ist. Aber ich benutze recht viel WLAN jetzt. Also ich glaube, aber nicht einzige, nur. Ja, aber das Einzige, was wirklich am Router mit Kabel angeschlossen ist, ist bei mir der Rechner. Und die Switch. Wie alt sind sie? Könnte auch schon eine gute Frage sein. Boah. Erstmal wieder diskriminieren. Man könnte härter werden. Wie heißt ein LAN-Kabel? Cat6-Kabel. Wer das nicht beantworten kann, kriegt die Dulli-Leitung. Ja, genau. Einfach gar nicht mit ABCD, weil dann kannst du mit Glück dann nachher die richtige Antwort geben. Ja, kriegen. Genau. Dann sitzt der Typ auf so einer Warnsleitung einfach so, keiner kommt durch, weil die Frage so schwer war, dass niemand das beantworten kann. Ach, Mann, ey. Es ist, ja, manchmal ist, wie sind wir da jetzt aber nicht drauf gekommen, ey. Ja, wegen EA auf X. Ja, richtig. EA richtig, auf ich X? Ich erinnere mich, ja. Ja, weil auch der EA-Code. Ach so, ja, okay. Nicht mehr, der wird eingestellt. Ja, dann auf X wusste ich gerade nicht, was Peter meint. Ja, ach so, auf ja, auf Twitter. Die Frage ist jetzt ja nur noch bei X, wann kauft Microsoft endlich X? Boah, ey. Aber Musk will daraus ja irgendwie so ein Ding machen, was halt viel mehr ist als nur Twitter, ne? Irgendwas wie mit WeBaba oder wie das heißt. WeChat. Alibaba. Ja, wie WeChat. Das ist dann ja auch irgendwie, das soll ein Mittelpunkt des Financial-Sektors werden und so irgendwie. Was ist denn WeChat? Das ist ein Riesending in China. Das ist deren Ding. Ah, in China. Da läuft alles darüber. Ja, warum läuft da wohl alles drüber, Peter? Weil wahrscheinlich der oben am ganz anderen Ende zuguckt, die Regierung ist. Winnie Pooh steht über WeChat wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Ist wahrscheinlich auf jedem Handy vorinstalliert, kannst du nicht deinstallieren und wenn du es machst, dann wirst du verhaftet. Ja, gibt direkt so 6 Social Credit Points abgezogen, wenn du versuchst zu deinstallieren. Also das finde ich dann eher so, Ja, wird auch nicht passieren, nehme ich jetzt mal an. Also wenn das passiert, würde ich mich sehr wundern. Wer geht denn alles von dem, jetzt ist gerade der Chat da, aber interessiert mich, wer geht alles zu Gamescom? Ich. Die ist ja jetzt bald. Ah, sehr gut, ja, sehr gut. Wir sind alle bei der Gamescom. Ja, wir sind alle bei der Gamescom. Es sind sogar noch mehr da, wenn ich das richtig habe, sind auch aus der zweiten Reihe Leute da und Mods dürften wir auch ein paar treffen und ja. Aber von den Mods, wie ich gehört habe, gehen super wenige davon wirklich auf die Gamescom, sondern die sind halt dann einfach für das Abendessen dort. Oh, das ist ja auch essen. Schön. Ich meine, ich treffe mich heißen ja sonst auch mal mit Leuten zum Essen. Ja, die heißen alle Jules, sind jetzt unsere Twitch-Mods.
Also, ja, nee, was Christian sagt. Ich kann auch verstehen, weil man keinen Bock auf die Messe hat, sondern dann, ja gut, dann geht man halt. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Messe sich, also so gesehen, verändert hat. Das letzte Mal ist 3 Jahre her. Aber was ich immer ganz cool fand, war, einfach auch mal über die Messe zu gehen und so ein bisschen einfach die Atmo mitzunehmen, so ein bisschen die Spiele zu sehen und die Stände und. Musst du dir eine Maske zulegen? Das mochte ich einfach. Einfach oder ganz ein Cosplay. Gerne. Wie hieß das? Ich kann mir das bei uns nicht vorstellen, Peter. Wir sind nicht irgendwelche Streamer, die dann so mit 10.000 Leuten durch die Gegend gehen. Ja, nee, aber du wirst ja trotzdem sonst ganz schön häufig angesprochen und mit Maske wird das dann nicht mehr passieren. Wie hieß das denn nochmal? Das hieß Video Days, glaube ich, oder? Was da immer parallel lief, wo dann die ganzen Influencer dann die Autogramme gegeben haben. Ich habe das Gefühl, die Video Days heißen jetzt Gamescom. Ja, das ist wirklich viel mit Influencern, ne? Oder Creatern. Also, Spielemesse ist halt irgendwie, von dem, was zumindest da ist, jetzt auch nicht mehr so viel. Ein paar Entwickler sind da. Also, ich wollte gerade sagen, ein paar sind schon da. Also. Ja, aber, aber viele alles auch nicht. Ja. Business Area. Gut, ich weiß natürlich, also verstehe natürlich auch, dass sich die ganze Branche so unfassbar viel vergrößert hat über die letzten Jahre hinweg. Also, ich kann mir halt auch so, was die Influencer noch dazugekommen sind. Dass unsere gute Freundin von der Gameswirtschaft doch da wieder eine aktuelle Liste hat über die Aussteller, wer kommt und wer nicht. Ja, guck mal, da ist sie doch. Mensch. Gamescom, die Ausstellerliste, stand 26. Juli. Oh, ist nicht ganz aktuell. Ja, ist von gestern. Ja, ich weiß. Astragon ist da, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Frontier, Giant Software, Level Infinite, Konami, Digital Entertainment, Microsoft, Xbox, /Bethesda, Niantic, Sega, Ubisoft, Warner Bros. Wait, Nintendo ist doch auch da. Wieso stehen die hier nicht drin? Also sind die da? Ja. Also ich habe zumindest gelesen, welche Spiele die zeigen. Ach, mit eigenem Messestand waren das alle. Das kann sein, in Halle 9. Nintendo wird hauptsächlich wieder Dinge zum Spielen da haben, die halt schon erschienen sind. Also so Odyssey und Zelda und solche Geschichten. Odyssey? Ja, Super Mario. Das ganz alte meinst du? Ich glaube schon, ja. Das habe ich. Ist es nicht immer noch das aktuellste? Also ja, es ist also das aktuellste, aber es ist jetzt auch schon wieder ganz schön viele Jahre her. Ja, aber vielleicht ist der Heiß dann auf das nächste. Hm. Ihr könnt mal eins bringen. Ja, bin ich auch für. Dieses Jahr kommt so wenig Games raus. Bringt doch mal ein Mario raus. Ja, da steht ja auch Nintendo. Einfach mal ein kleines Mario rausbringen. Ah, ich kann auf Details klicken. Was wird pass auf. Gezeigt? Ich kann dir die Spiele sagen. Darunter The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Everybody Want to Switch, Splatoon 3, Super Mario 3D World und Bowser's Fury, Super Mario Odyssey, New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Maker 2 und natürlich das unverwüstliche Mario Kart 8 Deluxe. 8 ist nicht fett geschrieben, das ist schade. Außerdem sind Untermieter bei Nintendo unter anderem Phoenix Labs, Marvelous, Sega, Ubisoft, Square Enix. Warum geht Apple eigentlich nicht auf so eine Gamescom? Ist das nicht nötig? Was willst du denn da zeigen als Apple? Meinetwegen neue Handys oder was auch immer, die Handys oder keine Ahnung, aber du hast doch da auch einfach die Plattform, die meistgespielte mit Handy. Das stimmt. Also aber Samsung ist, glaube ich, auch da. Die haben doch immer schon ihr fettes, mega eigenes Event, wo die neuen Sachen präsentieren. Oder meinst du jetzt zum, kannst du dann mal anfassen? Nee, nicht zum Präsentieren, einfach zum Angucken mal. Ah, ja, das stimmt. Weiß ich nicht. Was willst du denn da zeigen? 19 von den neuesten iPhones? Ja. Ja, keine Ahnung. Die iPhones doch mal meinetwegen, ich mein, meinetwegen auch die auch? Meinetwegen auch die Top 10 Spiele, dass die da halt zusammen reingehen oder sowas. Keine Ahnung, mit den besten iOS-Spielen oder sowas. Es gibt doch bestimmt auch irgendwelche exklusiven nur iOS-Spiele. iOS-Spiele. Die gibt's garantiert, ja klar. Also, ne? Ich denke mal, die Gamescom ist halt timing-technisch so scheiße, weil Apple doch normalerweise ihre Keynote dann irgendwie 1 oder 2 Monate später hat, oder? War die nicht letztens mit dem VR? Ja, die war letztens, aber die Apple hat immer 2 im Jahr und in der späteren werden die neuen Telefone vorgestellt, die dann auch rauskommen bald. Ich und mein Samsung wissen da nichts von. Also vielleicht haben die das auch einfach nicht nötig, ja, wie ihr schon sagtet, keine Ahnung. Also ich habe auch immer das Gefühl, dass Apple so corporate-technisch gar nicht so Games besonders liebt. Also das ist so über die Jahre ein bisschen gekommen, dass die in ihren Keynotes auch mal einen Entwickler da auf die Bühne stellen. Und natürlich machen die damit unendlich viel Kohle, aber so richtig geil, habe ich das Gefühl, finden die Videospiele nicht so.
Ja, aber das ist ja auch nur was für irgendwelche Nerds, Peter. Ja. Wenn du ein iPhone besitzt, ein bisschen kreativer. Machst ja, im Starbucks die nächste Dating-App. Ja, richtig. Ich meine, ich habe da jetzt per se auch nichts gegen oder so, aber Netflix ist ja zum Beispiel auch auf der Gamescom. So, ja. Hat jetzt, also klar, die haben eine Witcher-Staffel oder die haben die Witcher-Serie, was halt ein Videospiel ist, aber... Ich denke mal, es geht auch darum, dass Apple ihre eigenen Sachen macht und die wollen gar nicht auf irgendeinen anderen Kram. Die haben ihre Stores, wo du die Produkte ausprobieren kannst und dann musst du nochmal reichen. Bring Games raus? Also auf Netflix, Netflix-Spieler. Ja, Netflix. Mach mal die App auf. Ja. Also mach mal auf dem Handy die Netflix-App auf. Das ich glaube, die Netflix wurde mitfinanziert von Netflix. Ah. Aber Netflix-Publisher. Okay. Wusste ich nicht mal. Wenn ich mich recht entsinne. Also das ist Amazon hat auch Games. Ja, ja, Amazon weiß ich ja. Das New World und ne? Der andere bald. Yo, ja, aber das müsste da nicht auch bald die neue Serie schnüren. Gollum 2. Nee, ich meine nicht die Serie, sondern ich meine, die machen doch ein Herr der Ringe MMO oder wollen sie machen? Oh. Mit okay. Dedek zusammen, das wird mega. Lost Ark, stimmt, ist auch von denen. Auch ja, Lost Ark gespielt. Ist das, was ich meinte. Ja, aber Gamescom freue ich mich wieder drauf. Wir sind alle da. Ja. Ich hoffe, also wir, jeder, der zuhört, jeder, der hier im Chat ist, wir alle hoffen natürlich auf entspannte 20 Grad. Oh, das wäre so cool. Aber Regen wäre auch ja. nicht cool. Nee, Regen wäre nicht cool. Geil. Also wenn dann alle so nass sind und wir riechen alle wie so nasse Hunde, dann ja. wäre auch nicht cool. Geil. Richtig. Also 20 Grad, kein Regen. Beste. Bewölkt. Hallo, wir sind Gamer. Scheiß auf Sonne. Ja. Brauche nicht. Gamescom ist mir zu überlaufen. Ja, voll dürfte es auf jeden Fall wieder werden, weil es wird die erste Gamescom ohne Corona jetzt nach einer Zeit wieder. Also ich gehe schon davon aus, dass es kräftig voll werden wird. Vor allen Dingen samstags. Kann ich das mir auch nicht sehr gut vorstellen. Die haben aber auch die Tage wieder geswitcht, ne? Die waren ja immer mal bei Dienstag bis Samstag und jetzt ist aber wieder Mittwoch bis Sonntag. Ja, Dienstag bis Samstag war ja jahrelang und das, was ja, genau. aktuell ist, ist denn, ist, das haben sie irgendwann geändert und dabei sind sie geblieben. Der neue Plan. Nee, also ganz früh war ja bis Sonntag und dann haben sie gesagt, okay, bis Samstag und dann hat man so. Wenigstens den Sonntag noch frei gehabt und dann ist aber jetzt wieder bis Sonntag. Achso, Entschuldigung, dann habe ich es verwechselt. Ich kann bei noch keinem Wetterdienst irgendwie gucken, wie das Wetter Mitte August ist. Habe ich auch gerade geguckt. Bis zum 11. August habe ich das bis jetzt nur nicht. Gemacht. Und da hast du dann halt 23 oder 24 Grad. Und ich weiß auch nicht, wie gut ein Forecast ist über 16 Tage. Ja, das ist zumindest schon mal eine Analyse. Also die... Also Quatsch, ein Anhaltspunkt, nicht eine Analyse, so ein Quatsch. August. Komm schon, irgendwer macht das. Köln-Wetter im August 2023. Gib mir... Was war das? 14. August, ne? Was? Nee, später, oder? 24. Ja, 23. ist der erste. Das ist ja noch ewig. Das wird noch dauern. Muss mal gucken. Aber jetzt ist gerade Regen, das heißt, danach kommt immer Sonne. Weil auf Regen folgt Sonne. Das war der Spruch eines sehr weisen Mannes, glaube ich. Ja. Jetzt ist gerade Regen, danach folgt immer Sonne. Richtig. Wenn du auf dem Boden bist, musst du nur aufstehen. Ich finde gar nichts im Internet, was auch nur ansatzweise so weit geht. Peter. Christian. Hast du noch eine Lust, eine Frage zu beantworten? Können wir gerne machen. Denn die ist, glaube ich, sehr explizit auch gerade an dich gestellt, aber wahrscheinlich auch an den Rest. Fragen für den Petecast. Die erste kommt von Max. An petecast@petesmeet.de gerne stellen. Ja, sehr gerne, wenn ihr da was wissen wollt. Und Max möchte wissen, in der Vergangenheit hatte Peter über das neue Zelda gesagt, dass ihm die Dungeons keinen Spaß machen würden, weil der Loot nicht cool oder irrelevant sei. Sollte das Gameplay, also das Durchspielen des Dungeons, aber nicht schon an sich überzeugend genug und die Ingame-Belohnung nur das Sahnehäubchen sein? Also etwas provozierend gefragt, spielt ihr Spiele wegen dem Gameplay/Story oder wegen dem Belohnungssystem Loot/Grind? Ich persönlich könnte auf den Loot-Kram verzichten. Meine Belohnung ist der Spielspaß. Verstehe ich. Das mit Belohnungssystem ist so ein bisschen spielabhängig, meiner Meinung auch. Gutes Beispiel ist, finde ich, Elden Ring, wo man am Anfang auch gar nicht wusste, was in so einem Dungeon passiert. Und da war mir auch eigentlich
Also es war schon wichtig, was du bekommst, weil es immer geil ist, wenn du was bekommen hast, was für dich cool war. Aber irgendwann, Christian, war ja bei uns schon so klar, okay, wir haben jetzt irgendwie den 50. Dungeon gemacht, ohne dass da was bei ist, was für uns relevant ist, aus irgendwelchen Gründen. Da war das Gameplay aber stark genug, dass es mich jetzt nicht so wahnsinnig gestört hat. Wenn das Gameplay allerdings dann auch nicht das ist, was dich mega glücklich macht und das dann noch dazukommt, dann leidet natürlich der Spielspaß allgemein. Also ich finde, ein gutes Belohnungssystem kann ein Spiel mit gutem Gameplay noch mal eine Stufe geiler machen, aber nicht retten. Ja, keine Ahnung, also bei Zelda ist als Beispiel jetzt auch die Performance eine absolute Frechheit immer noch. Also, das ist auch ein großer Grund, den ich jetzt bei Zelda speziell so nennen würde. Du brauchst aber die Kombo. Also auch bei Elden Ring, wie Peter gerade sagt, stell dir mal vor, du hast diese kleinen Höhlen, wo immer, da gab es immer ein bisschen was. Aber Elden Ring oder generell auch die Souls-Teile ziehen ja auch sehr viel daraus, dass du einen Boss 23 Mal versuchst und irgendwann schaffst du den mal. Und dann freust du dir den Arsch ab. Und was du dann kriegst, ist gar nicht mal so wichtig. Aber wenn die das auf diese kleinen Höhlen umgesetzt hätten und hätten da so schwierige Viecher reingemacht und da kriegst du dann gar nichts bei, dann stehst du da auch irgendwie und sagst, ja, aber das wäre besiegt. Das wäre doch cool. Ja, aber deswegen ist das auch. Finde ich diesen Wiederspielwert bei Elden Ring geringer als bei anderen Souls-Teilen, weil du halt sehr viele sehr ähnliche Dungeons hast, ohne große Abwechslung, die du eigentlich nicht brauchst. Also dann beim zweiten Mal hätte ich dann wahrscheinlich eher geguckt, wo sind die Sachen, die für mein Bild relevant sind, die Höhlen mache ich den Rest nicht. Und bei den anderen Souls-Teilen hattest du immer so ein stringentes Ding, dass du halt alles gerne nochmal durchgespielt hast, weil die Abwechslung einfach gegeben ist von alleine. Ja, bei Zelda ist ja auch die Erfahrung oder sag ich mal, so die Erwartungshaltung auch so ein bisschen in die Richtung gehen, denn also das ist immer noch, aber früher waren alle Zelda-Teile immer so, du bist in ein Gebiet gekommen, da kommst du nicht weiter, weil dir fehlt der Enterhaken. Ne? Und dann musstest du halt irgendwann den Enterhaken kriegen und dann konntest du halt Progress machen. Das ist jetzt sehr viel aufgeweichter, weil du kannst die ganze Open World so gesehen betreten. Für manche Dinge brauchst du Items, also wie, weiß ich nicht, das Masterschwert oder whatever. Aber das rührt so ein bisschen daher. Die Dungeons finde ich nur teilweise einfach, die sind kreativ. Ich habe zuletzt den Feuer-Dungeon gemacht, wo du mit diesen Loren einfach durch die Gegend fährst. Dazu muss ich sagen, dass ich also von diesen Story-Dungeons ja noch gar keinen gemacht hatte im Zelda. Ach so. Gemeint war damals dieses normale Höhlen. Ah, ja, aber da findest du ja jetzt Viecher, wo du dann auch wieder wie hieß das nochmal, diese Energiedinger da einsammelst und die kannst du auch wieder abgeben. Ja, aber guck, das ist dann alles so, also du hast ja wenigstens bei Elden Ring hast du dann ja noch irgendwie einen Zauber, den gibt's nur das eine Mal und den gibt's auch nur da und bei Zelda ist ja, geht ja eh alles kaputt, so nach dem Motto und außer halt diese Batteriedinger, die du halt farmen kannst. Und das ist ja, dann, das stimmt. Das motiviert mich halt nicht so wahnsinnig und wenn das Gameplay dann auch nicht dahinter steht, dann ist es halt schwierig. Bei dem Dungeon fand ich halt nur, den fand ich sehr kreativ auch, also bei allen, ich habe jetzt diese Völker-Dungeons alle durch und du fährst halt mit den Loren hin und her, und aber du hast halt kaum Gegner da drin. Da waren irgendwie 4 Gegner, die fühlen sich an, als wenn die so wahllos platziert. Du kommst irgendwann in irgendeine Etage und plötzlich sind da Gegner. So, warum hier? Warum nicht am Anfang? Warum nicht am Ende? Klar, am Ende kommt der Boss, aber das wirkt irgendwie so seltsam. Trotzdem sind die sehr kreativ, aber mit diesen alten großen Dungeons haben die irgendwie nicht viel gemein. Aber ich glaube, das soll ja generell die Neuausrichtung sein. Also wie gesagt, ich fand Zelda jetzt nicht so schlecht, aber mich hat die Performance zu sehr abgefuckt, dadurch, ich da keine Lust mehr hatte, das weiterzuspielen. Also zwischendurch spiele ich das immer wieder mal. Das geht ganz gut. Hat dann aber auch keiner von uns durchgezockt, was ja auch seit langer Zeit das erste Zelda ist, wo das passiert, würde ich sagen. Das werde ich auf jeden Fall durchspielen, aber ich komm nicht durch. Ja. Vielleicht kommst du ja dann irgendwann auf der Switch 2 dann nochmal. Nee, da durchrennen will ich aber auch nicht. Ich will aber auch nicht so ein 100%-Ding machen. Ich habe jetzt die Völker alle durch, habe das Masterschwert geholt, habe mir ein Haus gekauft, was ganz cool ist, weil du kannst ja dann in so Blöcken selbst platzieren. Hateno habe ich durch. Und, ach, weiß ich gerade gar nicht. Guck mal, wie ich das nächste mache. Das war die Frage von Max. Ich hoffe, wir haben die beantwortet. Also es ist eigentlich so eine Kombo. Nur für Gameplay oder Story. Kommt aufs Spiel an. Ich weiß, das ist wahrscheinlich die
unbefriedigendste Art der Antwort, die du kriegen kannst, aber... Ja, man kann sowas halt nicht verallgemeinern. Halt. Naja, du spielst halt Formel 1 jetzt nicht wegen der Loot oder dem Grind. So, das spiele ich wegen dem Gameplay. Ja, und genauso spiele ich... Genauso spiele ich FIFA Ultimate Team wegen dem Loot und nicht wegen dem Gameplay. Ja. Also... Immortality habe ich für die Story gespielt und nicht fürs Gameplay. Ich habe FIFA immer lange fürs Gameplay gespielt und versucht, so schöne Spielzüge zu machen und habe dann gemerkt, damit kriegst du online nur auf den Sack. Also. Ja. Einfach immer mitten durchrennen. Ja, ist ja so. Ja, vielen Dank, Max. Also, wenn auch ihr Fragen habt, bitte an peatcast@peatsmeet.de. Und das war's für heute. Schöner Peatcast. 392 ist durch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Zu 393 am Freitag. Ja. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, gute Fahrt. Macht es gut. Und ja, bis nächste Woche.